begrüße euch ganz, ganz herzlich zu der Jahreshauptversammlung 2012 und fange einfach mit der Tagesordnungspunkten an. Die erste ist Begrüßung, das habe ich jetzt getan. Zweites, Feststellung der Beschlussfähigkeit, das lese ich jedes Mal wieder vor. Wir sind immer beschlussfähig. Ja, heute besonders. Und drittens, Bericht des ersten Vorsitzenden, der wird diesmal ziemlich kurz sein, denn so viel ist nicht angefallen. Viertes, Bericht des Kassenwartes. Ist das geprüft worden heute? Wunderbar. So, fünften, Entlastung des Vorstandes, sechsten Neuwahlen, siebten Termine 2013. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Punkte, die wir dort ansprechen müssen. Ehrungen stehen heute auch auf dem Tagespunkt. Und zehntens, Anträge, Anregungen. Eingegangen sind keine. Wenn wir heute welche eingehen, dann reden wir drüber. Ganz werden die abgebügelt. So, wir sind 20. Wir sind 20 Teilnehmer, das ist noch nie da gewesen. Nein. Also ich sage einfach mal, aus der Not Punkt gemacht. Wir haben es heute einfach verlegt auf den Nachmittag. Vielleicht machen wir das nächste Mal so, dass an diesem Tag die erste, die zweite und die dritte spielen, ja, dann auch mehr. Ja, ja. Ja, da müssen wir mal den ganzen Saal bieten. Ja. Spannend. Fangen wir einfach mal ganz kurz an mit dem Bericht des ersten Vorsitzenden. Im Rückblick auf das Jahr 2012. Es ist ein besonderes Highlight für den TDC, dass die zweite Herren den Aufstieg in der ersten Bezirksklasse Nord im Relegationsspiel gegen Oesing geschafft hat. Damit spielt der TDC mit seiner zweiten erstmalig in dieser Klasse. Im Jahresablauf wechseln sich Höhen und Tiefen nun mal auch im Vereinsleben. Michael Große, der wieder einmal den Weg zum TDC Gifhorn einschlug, hinterließ für den TDC spielerisch und natürlich auch menschlich eine große Lücke. Mit Uwe Meyerhoff und Manfred Obal wurden gleich zwei ehemalige Akteure für die erste Herren reaktiviert. Manfred Obal, der recht wenig Einsatzbereitschaft zeigte, mein persönlicher Eindruck, Entschuldigung, sorgte aber im entscheidenden Moment für wichtige Punkte gegen den Abstieg aus der Bezirksoberliga. Uwe Meyerhoff war anfangs stark engagiert und übernahm dabei auch die Führungsrolle in der Mannschaft aufgrund seiner immer stärkeren Spielstärke und seiner großen Erfahrung. Zu Beginn der Rückserie warf ihn eine Knieverletzung aus dem Rennen. Diesen Verlust konnte die Mannschaft nur schwer kompensieren. Die Kameradschaft und die Moral der Mannschaft waren in der Vergangenheit bei sogenannten Niederschlägen ungebrochen. Auch dieses Mal. Der Beweis ist, dass der siebte Tabellenplatz und somit der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga Nord erreicht wurde. In die Reihe verletzungsbedingter Ausfälle gesellt sich leider nur noch Alexander Geiger. Alexander als Urgestein und äußerst trainingsintensiv oder aktiv bekannt, nimmt sich eine persönliche Auszeit und alle hoffen, dass seine Noppe recht bald wieder nicht nur im Bitting beim Doppeltraining, sondern auch beim TDC zum Einsatz kommt. Ausfälle dieser Art konnte der TDC immer gut verdauen. Die fehlende Jugendarbeit zwingt den TDC leider immer wieder in die Situation, dass sich keine Ersatzspieler für die erste Herren aus den eigenen Reihen anbieten. Es zwingt uns aber auch dazu, den Spielermarkt zu beobachten und gegebenenfalls dort aktiv zu werden. Jens Wegmeier hat hierfür immer eine gute Spürnase. Uwe Böschel vom SV Triangel hatte von der Situation beim TDC durch Jens erfahren und hat in Abstimmung mit dem SV Triangel den Wechsel zum TDC Warnholz vollzogen. Uwe, der auch in den Jahren zuvor häufig in diesem Zusammenhang genannt wurde, war schon immer der Wunschkandidat der ersten Herren. Ein weiterer neuer Spieler hat ganz aktuell den Weg zum TDC gefunden. Roger Kuhn, der sich berufsbedingt in dieser Region niedergelassen hat, ist ab der Rückrunde 12-13 für den TDC Warnholz in der ersten Herren spielberechtigt. Der bisherige Weg von Roger lief über den TuS Fortschritt Heilsleben und zuletzt beim TDC Bottrop. Zu den ersten Aktivitäten zählte neben dem Training eine Weihnachtsfeier im Kreise der ersten Herren, von der alle schwärmen. Auf einen weiteren Neuzugang kann der TDC zurückgreifen. Niklas Fromhage, der in der Jugend beim TV Teichfuß vorher spielberechtigt war,
reiht sich in der zweiten Herren ein und wird sicher versuchen, in die Fußstapfen vom Vater Thomas zu treten. Wir alle sind sehr, sehr froh über die neuen Spieler und Vereinskameraden. Im Namen des TDC Warnhold bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ihr zu uns gekommen seid und wünsche euch und natürlich auch uns noch viele gemeinsame Stunden beim TDC. Präsentiert sich der TDC in der Öffentlichkeit in bester Qualität und das wertet ganz sicher unser Image auf. Hans, für deine Arbeit, hab vielen Dank. Einen weiteren Dank vom TDC an alle Mannschaftsführer für ihre geleistete Arbeit und das Engagement. Fortlaufende Aktivitäten während der Serie und besonders vor dem Punktspiel sind bekanntermaßen sehr arbeits- und zeitintensiv. Hierzu auch mein Dank und meine volle Hochachtung. Als Mannschaftsführer und Sportwart opfert sich Holger Brandmeier zusätzlich noch als Getränkewart. Er sorgt dafür, dass erstmalig beim TDC das Getränkeangebot um alkoholfreies Bier erweitert wurde. Meine lieben Freunde vom TDC, genau diese Aktiven sind unter anderem für das Vereinsleben von großer Wichtigkeit. Diese Stützen, gepaart mit einem gesunden Grad an Kameradschaft aller, prägen den Verein seit mittlerweile vielen, vielen Jahren. Dafür möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Ich bin sehr stolz auf euch und auf diesen Verein. Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir gemeinsam noch viele Jahre das Vereinsleben genießen können. Wie in all den Jahren zuvor biete ich immer wieder meinen Posten als Vorsitzenden zum Wohle des Vereines an. Daher auch meine Bitte, ernsthaft sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. So. Ich habe die Kasse ja von Detlef übernommen, musste mich ein bisschen reinfuchsen. Ist nicht ganz so einfach gewesen, aber Detlef hat natürlich hervorragende Arbeit geleistet, hat mir auch geholfen. Und somit habe ich auch, haben wir einen ganz vernünftigen Kassenstand. Ich sag mal, ich gebe jetzt mal, wie Detlef das auch immer gemacht hat, manche wische ich damit den Hintern ab, manche guckt mal rein. Ich gebe mal so ein Dings rum, vielleicht nimmt sich jeder zweite mal ein Blatt runter. Insofern brauchen wir auch keine Beiträge anzupassen oder irgendwas Sonstiges zu machen. Was ich nur machen will, ich weiß nicht, das sage ich jetzt gleich, wir haben bisher noch diese krummen Euro-Beträge, 49,08 Euro und 30,68 Euro für Jugend und Passive. Ich möchte einfach 30 für Passive nehmen und 50 für Aktive. Mehr möchte ich annehmen. Das, denke ich mal, sollte nicht so das große Thema sein. Das ist keine Beitragserhöhung, das ist eine Anpassung einfach. Ganz genau. Wollen wir darüber abstimmen jetzt oder ist das jetzt? Ich denke, das ist fertig. Das ist so und fertig. Okay. Also ich habe das jetzt auch geschrieben. Das nicken wir ab, ganz einfach. Wenn ich, es kann natürlich, vielleicht gibt es da Fragen zu den Dings. Sieht der Beitrag zusammen? Nee, vielleicht zu irgendwelchen Posten, die auf der Dings sind. Ich muss sagen, wir haben letztes Jahr unheimlich wenig war, Trainingsbälle, irgendwie solche Sachen, im Jahr davor waren irgendwie Schlägerbelege noch dabei. Wie ich sehe, läuft das in unserem Verein seit wie vielen Jahren jetzt? 67. Seitdem bin ich auch dabei. Immer wieder gut und komischerweise hat es bei uns in diesem Verein eigentlich nie Schwierigkeiten gegeben, was dem Vorstand zuzulassen wäre. Und ich beantrage deswegen im Block die komplette Entlastung dieses gesamten Vorstandes. Ist jemand dagegen? Nein, habe ich gesehen. Alles klar. Und ich beantrage somit hier die Entlassung des Vorstandes. Entlassung. Ja, Horst. Der Vorstand ist somit entlastet und schönen Dank. Schönen Dank für eure Arbeit, die ihr geleistet habt. Es ist wirklich immer wieder toll zu sehen, wenn man jedes Jahr hierher kommt, dass alles so weiterläuft, wie es auch zu meinen Zeiten noch hier war. Ja, okay. Das werden wir nicht ganz erreichen. Das war ja der Perfektionist schlechthin. Aber ich denke mal, im Moment sieht es so aus, dass alle rundum zufrieden sind. Sicherlich gibt es überall Probleme,
bin ja selbst mit der eigenen Familie und so weiter. Aber ich finde das schon so in Ordnung. Ja. Wieder bei. Solange wirst du den Posten behalten, Horst, bist du selber, sagst, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr! Jetzt triffst du einen Mann. Du bist heute auch zu schwach, dich zu wehren. Das war gut. Hey, Horst, du machst das so super. Wir sollten das beide. Ja. Bin ich zumindest. Das denke ich okay. auch. Okay, ja. Alles klar. Wenn das denn so sein soll, ich nehme die Wahl an. Dankeschön. Du weißt ja, was ich höre. Eismeister in der Klasse. Der hat sich alles aufgehoben. Ich brauche unbedingt was zu trinken hier, Leute. Gib doch mal die Flasche rum. So, sag mal, Horst, noch. Zweiter Vorsitzender Uwe Nordmann. Weitere Vorschläge. Was soll ich dazu sagen? Ne? Ja. Wir spielen beide in der dritten. Wir sind immer. Besoffen. Immer am Ball, möchte ich sagen. Sprechen viel miteinander. Klappt ganz gut auch. Als wir uns letztens getroffen haben, haben wir über ein paar Sachen gesprochen. Passt ganz gut. Also Uwe, du nimmst die Wahl an. Ich würde es wieder machen. Sportmann. Holger. Brandmeier. Wiederwahl. So, damit wäre der Punkt 6 auch schon durch. Punkt 7. Termine 2013. Ich hatte auf Einladung mit draufgeschrieben, Vereinsmeisterschaften dort. Ne? Ist der Termin, den hat ja jeder mal jetzt gesehen, ist ja so in Ordnung. September ist das schon mal. Ja, ich weiß nicht, wer hat die Einladung hier? Holst du nochmal einmal kurz hier. Hat irgendeiner die Einladung hier? Doch, ich habe sie hier. Am Samstag, den 7.9. 14 Uhr. Vereinsmeisterschaft. Samstag, 7.9. 14 Uhr. Grün steht hier. Bis jetzt, also ich finde ein halb oder ein Dreivierteljahr vorher das anzukündigen, dann sollte sich jeder.